Willkommen zurück hier bei The Dark Side Detective. Ja, in unserem dritten Fall, den Disorient Express. Ja, wenn wir mal schauen, was da los ist. Was mir schon aufgefallen ist, so ein bisschen die einzelnen, oder das Spiel besteht so aus diesen einzelnen Fällen, aber ist irgendwie, zumindest Stand jetzt, noch nicht so wirklich miteinander verbunden. Aber vielleicht ändert sich das noch. Ansonsten, ja, gucken wir uns aber die einzelnen Fälle ja, sozusagen dann nacheinander an. Ja, Disorient Express, dritter Teil. Fallzusammenfassung: Du, der hat mich wegen eines Notfalls zur U-Bahn-Station gerufen. Es scheint also irgendwas in der U-Bahn los zu sein. Vielleicht eine zu lange Schlange am Kartenautomaten. Wir wissen es nicht, wir werden es sehen, wenn wir bei Dooley angekommen sind. Der Disorient Express. Detective, da bist du ja. Bin sofort gekommen, als du angerufen hast. Was für ein Fall ist das? Fall? Nein, ich brauche nur einen Fahrer. Der Bahnhof ist geschlossen. Geschlossen? Ja, irgendein Geisterzug blockiert den Bahnsteig. Egal, lass uns fahren. Ein Geisterzug? Ja, Geisterzug. Wie auch immer, wir müssen jetzt los. Sonst kommen wir zu spät zur Arbeit. Dooley, es ist kein Geisterzug. Es ist ein Geisterzug. Wir sind die Darkseid Division. Denkst du nicht? Oh, das versuche ich zu vermeiden. Das ist Detektivarbeit. Hm? Dann lass uns mal nachsehen. Na gut. Aber wenn wir die Gratis-Donuts auf dem Revier verfassen, kaufst du mir welche. Ein Streifenwagen? Oh, bist du sicher, dass wir nicht einfach zur Arbeit gehen können? Ich muss mein morgendliches Nickerchen halten. Mein morgendliches Nickerchen. Tja, ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin, dass hier etwas so Seltsames passiert. Das ist die 666-Straße. Okay. So, wir gehen mal runter. Bullen sind doof mit Hagisch. Okay. Tja, nicht so doof wie deine Grammatik, Kleiner. Klar, Kleiner. Hat er das geschrieben? Geil. Benutzt du die U-Bahn oft? Nein, bevor wir die Streifenwagen hatten, bin ich meistens mit dem Taxi gefahren. Snob. Was? Was? Hast du gerade etwas gesagt? Was? Ich? Nein. Okay, geht so runter zur Schranke. Flackerndes Licht. Flackernde Lichter unterstellen immer gruselige Späße. Stimmt. So, Fahrkartenautomat. Scheint zu funktionieren, aber ich habe keine Münzen. Zeit, diese Dienstmarke einzusetzen und von meinen Polizeiprivilegien Gebrauch zu machen. Kann ich dann einfach? Wie kann ich denn meine Marke einsetzen? Achso, einfach drüber springen, meinte er. Sorry, Detektiv, die Schranke ist kaputt. Wir müssen runterherkriechen. Können wir nicht zumindest drüber steigen? Nein. Die Versicherung fürs Springen war zu hoch. Wir sind nur fürs langsam Kriechen abgesichert. Ein Kopf zu sein hat nichts mit dem zu tun, was das Fernsehen verspricht. Also so ein Limbo-Wettbewerb könnten sie doch machen können jetzt. Na gut. Schau, es spukt nur. Der ganz normale Spuk. Nichts Besonderes dabei. Lass uns Donuts holen. Dooley, es leuchtet. Vielleicht schwanger? Okay, ist ein Straßenmusikant. Oscar der Muffel. Hört meine Lieder, Bullen sind mir zuwider. Sehe ich einen, wird mir schlecht. Und ich muss sagen, das zu Recht. Wer ist der andere? Sein Kumpanelle. Der scheint mir auch nicht ganz so helle. Kumpanelle ist kein Wort. Dichterische Freiheit. Staatskasper. Sure. Schlafschaf wahrscheinlich. Ja, fragen wir mal den Schaffner, ne, ob es hier... Haben Sie eine Fahrkarte, Sir? Fahrkarte? Dachte ich mir. Ich fürchte, ich muss euch Feste bitten zu gehen. Haben Sie uns gerade Feste genannt? Sicher nicht, Sir. So etwas würde ich nicht sagen. Okay, wer sind Sie? Zugschaffner, Sir.
Richtig. Sie sehen ein bisschen geisterhaft aus, Sir. Das tue ich, das tue ich. Sind Sie ein Geist? Überhaupt nicht, Sir. Geister sind blau, zum einen. Und man kann sie nicht sehen. Nicht ohne passende Ausrüstung. Nein, wir sind von der Dark Side. Was machen Sie dann hier? Zug steckt fest, Sir. Mach mal einen Job, damit die Passagiere in Sicherheit sind, bis das korrigiert ist. Korrigiert? Ja, Sir. Ich bin sicher, dass diese Jungs von der Brightside Division sich das gerade ansehen. Brightside Division? Brightside Division. Richtig. Warum sind sie hier? Wie ich sagte, Sir, der Zug steckt fest. Nicht sicher, was es verursacht hat. Wahrscheinlich ein Problem mit den Schienen, Sir. Müsste ich im Kontrollraum nachsehen, um sicher zu sein. Aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Kommen Sie jederzeit wieder, Sir. Okay. Irgendetwas an diesem grünen, transparenten und gruseligen Zug lässt vermuten, dass er nicht hierher gehört. Okay, wir gehen mal zum Bahngleis. Okay, ist eine Reinigung, hier ist eine Überwachungskamera. Ich würde mich fragen, ob diese Kamera etwas Nützliches eingefangen hat. Aber ich kann nicht sehen, dass das Läuft-Lämpchen nur aufgemalt ist. Achso, das ist eine Attrappe oder was? Ein Pümpel. Aber ohne das Gummistück. Also ein Stock. Cool, ich habe einen Stock bekommen. Das Schallraum, Mülleimer. Da scheint etwas drin zu sein. Ein Abholschein. Ein grüner Abholschein? Ein leuchtend grüner Abholschein, auf dem steht zum Mitnehmen. Mehr kann ich nicht wirklich lesen. Erstmal auf Toilette gehen. Oh, eine Ratte. Jetzt ist sie weggelaufen. Schade. Hier ist ein Spiegel. Meine Augenbrauen müssen wieder gezupft werden. Alter, dieser Typ, ey. Okay, hallo, Kabine. Ach, ups, sorry. Hi da draußen. Oh, tut mir leid, die Tür war nicht abgeschlossen. Ja, das Schloss ist kaputt und ich habe keine Füße, die ich dagegen stemmen könnte. Richtig. Nun, ich lasse dich mal da bitte allein. Wow, warte mal, Daddy, yo. Geil. Ich bin in einer abgefahrenen Situation. Vielleicht kannst du mir aushelfen? Um was geht's? In der Bude hier ist kein Toilettenpapier. Daddy, yo. Und ich brauche dringend das irgendwie. Sicher. Wir schauen mal nach. Kann er vielleicht den Abholschein benutzen? Ist das deine? Nee, aber ich habe sie in einer Tasche gefunden. Habe sie auf dem Weg hierher in den Eimer geworfen. Hätte sie behalten, wenn ich gewusst hätte, dass hier kein Papier ist. Achso, ich dachte, er nimmt das jetzt ab. Oh, die Ratte. Kabine? Was zum Himmel ist das? Nicht sicher, aber ich glaube, wir sollten es dahin zurückschicken, wo es herkam. Er ist doch der lila Tentakel. Das klappt nicht. Du könntest sagen, dass es untentakelig ist, es da zu lassen, wo es jetzt ist. Ich muss was finden, womit ich es runterdrücken kann. Vielleicht mit dem Griff? Fühlt sich für mich nicht richtig an. Okay. Graffiti. Das ist mal ein ödes Graffiti. Ich gebe mir weit mehr Mühe, wenn ich in der U-Bahn träge. Was? Du hast mich gehört, Spitzel. Alter, dieser Typ ist irgendwie ein bisschen komplett benagelt. Dieses Geräusch klingt wie meine Karriere, seit ich der Darkside Division zugewiesen wurde. Gruselig oder nicht, keiner verdient es, ohne Toilettenpapier zu stranden. So, jetzt haben wir erstmal Klopapier uns geholt. So, hier. Bitteschön. Hier, Mann. Sorry, dass du hier so lange rumhängen musstest. Abgefahren, Daddy, yo. Hier, nimm diese Münze als Dankeschön. Okkulte Münze erhalten. Ah, wir lassen ihn mal besser in Ruhe. Eine böse aussehende Münze, ungefähr so groß wie ein Vierteldollar. Man kann bestimmt eine Fahrkarte da oben holen, oder? Kontrollraum ist abgeschlossen. Noch. Dooley? Ach komm schon, Detective. Du weißt genauso gut wie ich, wie diese Dinge laufen. Kann ich die mit dem Stock einfach einhauen? Okay. Kann ich nicht.
Na gut. Okay, hier kann ich so jetzt nichts weitermachen. Aber dann... es gibt nicht die geringste Chance, dass das funktionieren wird. Jawohl. Oh, richtig. Natürlich. Fahrkarte erhalten. Eine Zufahrkarte, die ich mit der seltsamen Münze gekauft habe, die mir eine Darkstar gegeben hat. Okay. Vielleicht hier. Bitte sehr, eine Fahrkarte. Na gut. Dann mal weiter, schätze ich. Cool. Wir dürfen jetzt in den Zug. Einfach so. Partylöwe, geil. Hippie-Mädel und eine Oma. Ich mag deine Brille. Yo, ist meine Partybrille. Auf dem Weg zu einer Party? Immer, Liebling. Hä? Liebling? Warum Liebling? Überall ist Party, wenn ich meine Brille auf habe. Und ich habe immer meine Brille auf. Sogar hier, jetzt. Wir machen Party im Zug. Okay. Hippie-Mädel. Ach, hallo du da. Hi du. Was hast du vor? Ich war auf meinem Weg nach Frankenstein-Cisco. Was ist hier los? Offensichtlicherweise. Aber dann saßen wir plötzlich hier fest. Dieser Ort ist furchterregend. Wieso? Also, erstmal gibt es hier kein einziges schreiendes Biest am Himmel. Niemand wird vom Schattenmann verfolgt und nichts brennt. Nichts. Vielleicht bist du doch nicht so ganz mein Typ. Geiler Typ. Oh, Oma. Oma Duli, bist du es? Sorry, mein Schatz, ich bin Oma Guli. Du siehst aus wie mein kleiner Patrick. Obwohl, ich heiße auch Patrick. Mochtest du als Kind auch, ich sehe was, was du nicht siehst? Und ob? Ich sehe was, was du nicht siehst, das Ende der Welt kommt. Ich sehe was, was du nicht siehst, das Ende der Welt kommt. Die Welt frisst sich selbst auf. Blutige Flüsse überschwemmen die Straßen. Alter. Ich kenne diese Version des Spiels nicht. Oh, das mit der Endzeit war Patricks Lieblingsspiel. Na gut, die sind halt von Darkseid, ne? Bangles zu den Gleisen. Oh. Ah, ein Darkseid-Portal. Es sieht aus, als hätten wir unseren Hauptverdächtigen für diese ganzen seltsamen Geschehnisse gefunden. Sie haben das Recht zu schweigen, wenn sie befragt werden. Alles, was sie sagen oder tun könnte... Duli, was machst du da? Ihm seine Rechte vorlesen. Und wie genau hast du vor, das zu verhaften? Mit meinen Handschellen? Offensichtlich? Topnoten für Enthusiasmus, Duli. Er wollte jetzt das Portal verhaften? Na gut. Na, dann gehen wir mal durch das Portal. Sieht aus, als hätte der violette Riss einen Komplizen. Ich werde ein zweites Paar Handschellen brauchen. Agent McScream. Ach, wie geil. Die kommen mir bekannt vor. Bemerkt das Feuer die Flamme? Bemerkt die Dunkelheit den Schatten? Bemerkt der Sturm den... Der... Wind? Regen? Verdammt, Mann. Ich habe den Faden verloren. Sie sind ja also der Agent, was? Wir sind alle Agenten der nie endenden Jagd. Diener der kriechenden Todeslücke. Minister der Grausamkeit der Welt. Nun, ich bin froh, dass es Ihnen gut geht. Danke. Es war eine Menge harte Arbeit und Nachtschichten im Büro. Habt ihr eine Idee, was hier los ist? Eindringlinge, Freunde, fleischige Ungeheuer. Dinge, die nicht hätten geschehen sollen. Die Spuren des Chaos verflechten sich. Also, nicht wirklich eine Idee dann? Nein. So, Geheimratsecken. Wie kommen Sie damit klar? Was ist das denn jetzt für ein Gespräch? Das Ende kommt für uns alle. Entropie ist eine grausame Herrin. Ja, hoffen wir, das kommt noch vom Aufwachsen in dieses seltsame Loch. Tschüss. Ich gehe besser. Wir sollten alle an die Orte gehen, an denen wir am besten wären. Alter, was zur Hölle? Gehen wir mal in den Zug. Endlich mal eine Autorität hier. Hey. Sorry, Kumpel. Aber du bist kein Deutsch schlauer als der Rest von uns. Hi, Detective. Wie geht's? Ach, schon wieder die Raxa. Raxa? Was machst du denn hier?
Ich bin gerade auf dem Weg vom College nach Hause. Dann wurden wir umgeleitet. Wo auch immer wir gerade sind. Wir sind jetzt an dem Fall dran, also mach es dir bequem. Er meint, schon gut, ist angekommen. Lass mich wissen, wenn ich helfen soll. Machen wir. Okay, Untersuchung läuft noch. Okay, ja, klar. Kopfhörer. Hallo? Du, der, die. Ich frage mich, ob er weiß, was los ist. Ich glaube nicht. Feuerlöscher. Im Brandfall beten Sie, dass jemand den Feuerlöscher aufgefüllt hat. Haben Sie nicht. Nichts nutzt. Hey, Alter. Wir sind schon seit Urzeiten in diesem Zug. Was geht? Ich für meinen Teil sehe schwebende grüne Leute. Ich bin nicht... Ich glaube, ich habe heute Morgen wohl ein bisschen zu viel gekifft. Du solltest mir das vielleicht nicht sagen. Ich bin Polizeibeamter. Irre, Alter. Ach, vergiss es. Gut, dann reden wir mit dem Schaffner. Bleib zurück, Monster. Wow, ganz ruhig. Sorry, ich dachte, Sie wären er. Er? Der intensive Mann im Tunnel, der droht, jeden zu verhaften oder zu essen, der den Zug verlässt. Verhaften oder essen? Ja, ich bin nicht sicher, wer das aussucht. Okay, was ist denn hier los? Sie sind wirklich nicht er. Ich weiß nicht wirklich, was passiert ist. Wir haben die letzte Station pünktlich verlassen. Dann waren da so komische blinkende Lichter und jetzt sind wir hier. Wo auch immer hier ist. Okay, wo ist denn der Mann, von dem Sie andauernd sprechen? Er sieht ein bisschen wie Sie aus. Also gar nicht, jetzt wo ich Sie sehe. Also richtig sehe. Er stapft vor diesem Zug herum, schnüffelt nach Hinweisen und knurrt, wenn er uns sieht. Hat er bisher jemanden verletzt? Zum Glück nicht. Er scheint mehr bedrohlich als gefährlich zu sein. Okay. Wenn Sie noch etwas brauchen, ich bin hier. Tut mir leid mit der Verwechslung vorhin. Ja, kein Thema. So, Abholschein, vielleicht der Raxa das mal geben? Nein, okay. Warnzeichen. Wenn Sie sich in einer Paralleldimension wiederfinden, bleiben Sie bitte im Waggon. Eine seltsam brauchbare Warnung. Ich sollte besser hier bei diesen Leuten bleiben. Sicherstellen, dass es ihnen gut geht. Du bist müde von dem durch den Tunnel laufen, oder? Ach, hör auf, deine Sherlock-Kräfte auf mich anzuwenden. Ach, der Typ. Der Geisterkopf. Straßenmusikant. Sing mir ein Lied, Kumpel. Was? Du bist der Straßenmusikant, nicht ich? Ah, so funktionieren Straßenmusikanten hier, du Tourist. Okay. Geisterkopf. Nun dann. Du siehst wie einer von diesen Lebenden aus, die hier überall rumhängen. Officer Dooley? Mein Name ist Goody, Chef der Brightside Division. Brightside? Division. Spezialisten. Kümmern uns um die Gefahren in der Nachbarschaft, sozusagen. Nachbarschaft? Die andere Welt, die aus der du gekommen bist, Sohn. Ich vermute anhand deines Auftretens, dass du ein Detektiv bist. Obwohl, eher ein Glückloser. Hey! Ich nehme an, dass du diesbezüglich den Fall gewechselt hast, um eure Weltversion dieser Situation zu untersuchen. Situation. Bin ich. Können Sie helfen? Nein, Sohn. Kann ich nicht. Das ist nicht deine Zuständigkeit. Alter, was ist denn hier los mit den... Du solltest gehen und das uns Profis überlassen und dich um unseren Zug in deiner Welt kümmern. Sollten... Sie sich das nicht ansehen? Zuständigkeit, Sohn. Scheint für einen gefährlichen Außenseiter wie dich ein abgewiesenes Konzept zu sein. Vielleicht sollte ich dich hinter Gitter bringen. Vielleicht sollte ich dich mit dem Griff verprügeln. Mein Bauchgefühl sagt dazu nein. Okay, ich gehe mal die Treppe hoch. Ist das weit diese Maschine? Oh, Schimmel. Ein dunkler Fleck, flauschiger Schimmel. Ich glaube, er sieht mich an. Ih, pelzigen Schimmel habe ich gekriegt. Das ist Bart. Ich muss etwas finden, um die Verkleidung zu vollständigen, bevor ich sie anziehe. Na gut. Kann ich nach draußen? Yo. Komm und hol mich am Bahnhof ab, hat er gesagt. Routine, hat er gesagt. Arsch. Kostüme. Okay, Darkside Shop.
Verfall? Das meinst du, der Darkside-Stadt scheint der runtergekommen zu sein. Okay, wir gehen mal in den Darkside-Shop. Piratenkostüm. Überraschen Sie Ihre Freunde, überraschen Sie Ihre Feinde, verwirren Sie echte Piraten mit dieser ineffizienten Piratenverkleidung. Kostenloses Rumhängen mit der Presse inklusive. Biker-Kostüm. Seien Sie ein knallharter Biker. Bike nicht enthalten. Sind Sie ohne Bike noch ein Biker? Seien Sie ein knallharter Fußgänger. Schließen Sie sich einer G-Gang an oder gründen Sie eine, falls es in Ihrer Gegend keine gibt. Die Fußgänger der Hölle. Ich würde mich nicht mit Ihnen anlegen. Haben Sie diese Werbung selbst geschrieben? Nein, Sir, würde so geliefert. Gute Worte, nicht wahr, Sir? Zaubererkostüm. Ein schnippischer, jugendlicher Zauberer ist überall willkommen. Nun, nicht so sehr willkommen, weil er auftaucht und dann wird er da sein und es ist fast so mühsam, ihn loszuwerden, wie ihn einfach zu verlassen. Das ist sowieso meine übliche Partystimmung. Also, zwei Daumen hoch von mir. Punk-Perücke, verkleiden Sie sich als Punk. Oder als Straßenkämpfer aus der Zukunft. Oder Sie könnten das hier tragen und eine, weiß nicht, Karotte sein? Nun, ich bin überzeugt. Perücke und falscher Bart. Was ist das? Sieht ganz normal aus für mich. Normal, Sir? Also, das ist die ultimative Säule, auf der die Sommer sich stützt, Sir. Ein Freund und Berater in der Not, eine Schulter zum Anlehnen, ein Mensch, der in der Hütte ohne Klimaanlage lebt, der legendäre Campaufseher, Sir. Niemand würde einem das als Campaufseher abkaufen. Oh, und ob, Sir? Das macht der Bart, Sir. Der zeigt den Kindern, wie man schroff und wild wird, passend für das raue und alltägliche harte Leben eines Campaufsehers. Nichts für Angsthasen, Verkäufer und Warmduscher, Sir. Ah ja. Sir, ich bitte Sie höflich und nur einmal, lassen Sie Ihre Wurstfinger gefälligst vor meiner Kasse. Da klicken wir doch nochmal drauf. Ach so, schade, ich dachte, er sagt mal was anderes. So. Eine unsichtbare Person. Herzlich willkommen, Sir. Es ist uns, also mir und meinerseits, ein Vergnügen, Sie in unserem Kostümshop begrüßen zu dürfen. Das ist also der Name? Ihr kaputtes Schild war nicht ganz eindeutig. Wie, mehr sagt er nicht? Doch. Wenn sie kaputt ist, brauchst du nichts reparieren, hat mein alter Kumpel immer gesagt. Und wenn es kaputt ist, vielleicht trotzdem nicht, hat er immer gesagt. Er war ein sehr pragmatischer Mann. Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Sir? Möchten Sie Ihre direkten Vorgesetzten bei der Arbeit einschüchtern? Wollen Sie eine sechsarmige Liebhaberin beeindrucken? Sind Sie es leid, wie ein billiger Penner auszusehen? Hey, das ist unser Motto. Wie groß die Scham auch sein mag, Spider zieht was drüber. Geil. Ja, und jetzt? Achso, scheiße. Ja, kann ich nicht hier irgendwie... Warte mal, Poster? Wenn du wie dieser Mann aussiehst, könntest du ein Spiegel sein. Außerdem könntest du von der Polizei zur Vernehmung gesucht werden. Piratenkostüm. Aber so wirklich? Ein Schimmelfleck. So pelzig, wie es. Das ist so aussieht wie Haare. Bitsbox. Sie ist voll mit Nullen und Einsen. Wieso sollte die jemand tragen? Sagt der Herr, der einen braunen Müllsack trägt. Ach kommen Sie, das ist ein toller Mantel. Und dann heißt es, der Kunde habe immer recht. Okay, kann der hier vielleicht? Nee, auch nicht. Okay. Aber was soll ich denn hier machen in diesem Scheißladen? Daily Chronicles. Bürgermeister zeigt wohin. Cool. Welche Schrecken könnten die Nachrichten stehen? Okay. Bahnhofschild. Züge fahren nicht mit Zeit. Sie fahren mit Treibstoff. Züge verspäten sich auch. Manche Dinge sind universell, vermute ich. Ladenschild. Das ist Sperrgebiet. Nur zugelassenes Personal. Bist du zugelassenes Personal? Nein, ich glaube nicht, weil Max Scream und ich die einzigen sind. Also, solange du keiner von uns bist, empfehle ich zurückzutreten. So, tritt zurück.
Ach so, warte mal. Ich muss also so aussehen wie der Typ. Dann muss ich quasi... Aber... So, mit Geheimratsecken, ne? Das heißt, ich muss die Frisur haben und den Bart habe ich ja schon. Okay, was brauche ich denn dann? Eigentlich müsste doch dann so aussehen, oder? Ah, warte mal, hier, Abholschein vielleicht? Einen Moment, Sir. Oh, Miss. Miss Biscotti. Ich bitte vielmals um Verzeihung, Miss. Ich hätte es wissen müssen. Nun ist es für mich offensichtlich. Ich werde nun die Sachen für Sie holen, Miss. Oh, danke. Bitteschön, für Sie, Miss. Eine Badekappe. Danke, schätze ich. Okay, jetzt habe ich eine Badekappe bekommen. Schätze ich, kann mich jetzt als Agent McScream verkleiden. Wann immer ich will. Ja? Schlechte Verkleidung. Es fühlt sich falsch an, das hier zu tragen. Aber ich will, dass du das jetzt aufsetzt. Okay, jetzt habe ich zumindest schon mal die Verkleidung. Ja, aber ich will das jetzt aufsetzen. Zeit, das auszuprobieren. Ja klar, ich ziehe mich vor dem Typen um, den ich gleich damit, überzeugen will. Naja gut. Zeit, das auszuprobieren. Ich würde das nicht einmal selbst als eine Verkleidung nennen. Zeit auszuprobieren, was immer das sein soll. Boah, mega. Glaubst du, mein Sohn, ich sehe nicht, dass das eine Verkleidung ist? Die ist besonders armselig, weil sie aus etwas Schimmel besteht und ihr eine gewisse fließende, transparente Qualität fehlt. Naja, es war ein Versuch wert. War es. Ich wünschte, der Agent, der mir geschickt wurde, wäre so innovativ. Ich sag dir was so. Geh rein. Vielleicht kannst du das Ding immer noch lösen. Was ist mit der Zuständigkeit? Ich schreibe eine Lösung. Jetzt so ab. Bevor ich meine Meinung ändere. Achso, danke. Dass ich darf jetzt da durch. Ach cool. Okay, Mülleimer, es ist voll mit Bildern von dir, wie du ein Spiel spielst. Wo ein kleiner Pixelmann in eine Mülltonne schaut. Und Bilder von dir sieht. Hey, das ist voll gemein. Spiegel. Du siehst gut aus, Frankie. Ich denke eher, dass du dich gehen gelassen hast. Klappe Spiegelbild. Warte, was? Ach cool. Ist fest verschlossen. Nur ein Kratzen schlagen gegen die Tür. Ich hoffe, diese Sperre hält. Dieser Ort scheint vertraut aus. Entweder ist das ein Hinweis oder hier hängt ein fauler Zeichner rum. Ach, stimmt. Graffiti? Kann ich jetzt vielleicht diesen Tentakel hier hinfluschen? Oh, das Wasser dreht sich hier gleichzeitig mit und gegen den Uhrzeigersinn. Kann ich... Ah, ich brauche einen kompletten Pümpel, um das zu tun. Ja, dann kann ich bestimmt doch gleich, wenn ich den Pümpel gebaut habe, irgendwie... Danke, ich meine Spül... Pümpelkopf, aha. So, der Pümpel, den ich in der offenen Toilette gefunden habe, das wirft eine Menge Fragen auf. Das ultimative Accessoire bei der Entkeimung von Toiletten. Okay, jetzt haben wir einen Pümpel gebaut. Jetzt denke ich mal... Ja, das heißt, den Pümpel benutze ich jetzt bei der Toilette und dann ziehe ich den lila Tentakel durch die Dimension, quasi durch die Toilette einfach durch. Pass auf, nicht zu pümpeln hier. Okay. Dann meine ich, dass ich das gleich auf der anderen Seite der Welt mache. Oder so. Okay, jetzt haben wir den Schlüssel erhalten. Vielleicht können wir damit dann in der realen Welt da durch. Sieht aus, als hätte er zu lange da drin gehangen. Oh, die arme Katze. Eine Nachricht auf dir steht, sie schiebt mich. Sie schiebt mich nicht. Nette, gesunde Beziehung. Computer. Okay, alle Systeme funktionieren korrekt.
Okay, wir fassen hier nichts an. Okay. Gut, 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 gut. Ja gut, dann müssen wir tatsächlich, glaube ich, wieder zurück. Also, was haben Sie da? Das ist... Für mich riecht es nach einem Beweis. Aber... Das sollten Sie nicht mit nach drüben nehmen. Sieht aus, als möchte ich diesen Schlüssel zurückhängen. Bis ich einen anderen Weg finde, ihn an ihm vorbeizu... Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das machen wir mal folgendermaßen. Wir versuchen mal was. Und zwar versuchen wir jetzt, ja, bla bla bla, den Schlüssel in die Toilette zu werfen. Ah, okay. Pass auf. Dann machen wir das nochmal anders. Wir hängen den Schlüssel erst zurück. Nein, ist da gewesen, du mir gehört. Wir hängen den Schlüssel erst nochmal zurück. Gehen jetzt auf die andere Seite. So. Gehen jetzt in die Toilette. Gehen jetzt hier rein. Benutzen jetzt den Pömpel. Lust, du kleiner Lutscher. Lutscher, Tentakel, sehr gut. Ich sollte mithelfen, oder? So, jetzt knallen wir den durch das Rohr. Sehr gut. Jetzt gehen wir wieder. Jetzt gehen wir wieder hier rein, da rein, hier durch, da durch, hier rein, hier durch. Jetzt müsste da nämlich. Ja. Genau. Jetzt ist der nämlich da. Okay, ist nix. So, das heißt. Gehen jetzt hier rein, holen uns den Schlüssel. Gehen wieder in die Toilette. Geben dem Tentakel den Schlüssel. Jetzt machen wir alles nochmal wieder rückwärts. Hier durch. Nein. Dadurch. Hier durch. Dadurch. Hier durch. Dadurch. Hier lang. Da lang. Hier rein. Pümpel. Wasserzeug hält. Nicht so pümpeln hier. Wie was? Oh nein, ich hätte da hinten pümpeln müssen. Ich Trottel. Okay, also. Hier durch. Da rein. Da lang. Hier durch. Da lang. Hier rein. Da durch. Hier rein. Da rein. Schön wieder wegpümpeln den Galten. Wenn ich dich pümple, Dave, erinnere dich daran, dass ich dich mit Liebe pümple. Spül. Spül. Okay, hier durch. Da rein. Da durch. Hier rein. Da durch. Hier durch. Da durch. Hier durch. Da lang. Hier rein, da drin. Oh, gib mir mal den. Danke, Dave. Hast du den Tentakel Dave genannt? Sei nicht eifersüchtig, Juli. Du bist immer noch mein Liebling. Ah, da haben wir den Schlüssel gekriegt. Sehr gut. Das hätten wir auch schneller haben können. Aber dann wärst du noch halb so schön. Das scheint funktioniert zu haben. Mal schauen, was hinter der Tor Nummer 2 ist. Ui, Techniker Tam. Was? Wie seid ihr reingekommen? Tam hat die Tür von innen verschlossen. Tja, das ist dein Werk, nehme ich an. Die hätten den alten Tam nicht feuern sollen, weil er bei der Arbeit geschlafen hat. Ich habe ihnen gesagt, seine schwarzen Magiekurse begannen um Mitternacht und liefen durch. Frühschichten sind nichts für den alten Tam. Schlafmütze ist er. Nagel ihn fest, Dooley. Gut, die Nägel muss ich wohl letztes Wochenende irgendwo verlegt haben. Kann ich stattdessen diese Handschellen hier verwenden? Zack. Hör auf, im Müll zu wühlen. Eine unerwartet, aber seltsamerweise passende Notiz. Leute werden jetzt zweimal nachdenken, ob sie den alten Tam feuern. Na gut, sie werden auch zweimal nachdenken, bevor sie dich einstellen. Warte, was? Okay, Computer. Okay, werfe Disk raus. Eine alte Diskette ist rausgesprungen. So muss der Virus installiert worden sein.
könnte noch nützlich sein. Okay, das heißt... Oh, das ist böse. Raus hier, Jungs. Ich habe schon gesehen, was passiert, wenn ihr zu lange rumhängt. Ja, wovon sprichst du? Ich habe Sachen gesehen, Dole. Ich habe Sachen gesehen. Ritualzeug? Ach schön, das sieht so aus wie die aus der ersten, Folge, ne? Okay, so, sonst ist hier soweit nichts. Bleib hier, Dolly, und sieh zu, dass der Typ nicht abhaut. Aber wie soll der alte Terminal kommen? Das ist, naja, das ist der Punkt. Ah, das ist aber nicht fair. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Nochmal wieder hier lang. Nochmal wieder hier durch. Nochmal wieder da durch. Nochmal wieder hier. Wie, ich will nicht wieder rausgehen? Ich dachte, ich hätte das jetzt da installieren müssen irgendwie. Mein Bauchgefühl sagt dazu nein. Aber nochmal, ihr bestimmt. Kann ich ihr das vielleicht geben? Rexai, gibt das für dich einen Sinn? Lass mal sehen. Oh, das ist ein okkulter Virus. Ja, ich glaube, der ist an allem schuld, was hier vorgeht. Ich kann dir wahrscheinlich zeigen, wie man auf meiner Maschine ein Antivirus erzeugt. Darauf habe ich gehofft. Danke. Nein! Also, was mache ich? Du musst die infizierten Dissektoren reinigen. Hört sich einfach an. Nicht ganz. Das ist ein Virus, also wird jeder Sektor, den du säuberst, die umliegenden Sektoren infizieren. Du kannst auch den Virus von infizierten Sektoren zu sauberen Sektoren locken und dann die infizierten Areale reinigen. Warum sollte ich das tun? Um den Virus zu bekämpfen, musst du dafür sorgen, dass er sich nirgendwo verstecken kann. Das bedeutet, du musst ihn austricksen. Das hört sich schwerer an, als ich erwartet habe. Keine Sorge, ich habe ein Backup gemacht. Du brauchst nur auf Zurücksetzen zu gehen, wenn du ein Rollback brauchst. Dann kannst du von vorne beginnen. Danke. Okay, lass uns das machen. Das könnte jetzt tatsächlich ein bisschen länger dauern. Ach, krass. Boah, du Penner. Ey. Das war gemein. Aha! Virus eliminiert, jawohl. Ich glaube, okay, ich glaube, das ist es. Okay, großartig. Du bist sicher, dass das funktioniert? Sicher ist so ein großes Wort, wenn man mit Okkulten zu tun hat, aber ja, ich glaube schon. Nun, wenn es funktioniert, schuldet die Stadt dir etwas. Wirklich? Naja, weil ich eigentlich nur wegen diesem Haufen Packtickets in dem Zug sitze. Okay, ich habe ein Antivirus Diskette erhalten. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder durch, da wieder durch, hier wieder durch. Hier wieder lang, da wieder rein und hauen die da rein. Ja, dann wird das alles rückwärts, also rückgängig gemacht. Hervorragende Arbeit, Detective. Du hast die Züge wieder zum Laufen gebracht. Du verstehst, was hier gerade passiert ist, richtig? Nein? Bringen wir den Kerl in die Zelle. Wie wollt ihr mich da hinbringen? Der Zug fährt nicht. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass das erledigt ist. Hast du nicht gehört? Außerdem haben wir dieses Auto. Ja, das war kein guter Tag für Tam. Nicht so wirklich. Nicht so wirklich gut. Ja, Fall geschlossen. Ja, haben wir mit, damit haben wir auch, ja, dieses Rätsel gelöst oder diese Geschichte, oder diesen Fall geknackt sozusagen. Ja, ich bedanke mich natürlich wieder recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Dark Side Detective. Bis dahin, auf Wiedersehen.